Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der weichen 2K20 auf dem ersten Feld von mir mit dem ersten Schnitt. So, manchmal zickt das hintere Mähwerk ein bisschen rum. Aber das liegt nur an den Wurstfingern, dass ich da aus Versehen den falschen Knopf erwische. So, ich wollte jetzt mal den Leo anrufen, ne, den Udo anrufen. Dann folge hier. Muss ich es gleich nochmal probieren. Schlechtes Timing. Karl hier, servus. Hallo. Servus. Ich wollte dich vorhin anrufen, aber dabei ging irgendwie der AB ran. Ja. Was machst du gerade? Tiere füttern. Ah, das ist ja nicht so wichtig. Ich brauche nämlich Hilfe. Wobei? Ich habe den ersten Schnitt gemacht auf der ersten Wiese. Ja. Da müsste ein bisschen was gewendet werden. Ein Teil will ich als Silage haben. Da wäre ein bisschen was zu tun. Willst du Silage ballen oder lose Silage? Ich habe ein Fahrsilo. Ich würde ballen habe ich erstmal noch ja ein paar, die ich von dir gekauft habe. Ja. Also lose. Hast du denn einen Ladewagen? Jo, aber nur einen kleinen. Ich schlemme mich auch. Den ganz kleinen? Ja, für den Unitruck hinten drauf. Ach so. Ja, aber vielleicht kannst du die. Hat der Unitruck eine Anhängerkupplung? Für Deichsel. Ja, aber wenn ich den Ladeaufbau hinten drauf hab, nicht, ne? Ja, okay. Na, dann lieber mit dem Trecker. Weil, wie gesagt, gewendet werden müsste auch noch was. Oder ja. Aber du kommst mit dem Auto oder so, weil ich habe ja noch einen Trecker hier. Ja, noch ein Masser hier. Hast du denn Wender? Ja, sollte ich haben. Dann komm ich noch mit dem Unitruck hoch. Ja, ich bin erstmal noch eine Weile am Mähen. Ja, dann fütter ich gerade die Tiere fertig, dann komme ich hoch. Subi, danke. Jo. Bis denn mal, ciao. Na, das ist ja perfekt. Dann gehe ich mal auf die nächste Wiese und mähe da auch noch gleich weiter. Damit wir hier vorwärts kommen. So, ich muss glaube ich hier erstmal ein bisschen Platz machen. Sonst fahre ich hier alles platt. So. Super, super. Warte, absenken, anmachen, losfahren. Ja, oh, passt. Die Wiese hier, die ist noch ein bisschen deutlich größer wie die andere. Da haben wir noch ein bisschen mehr vor uns. Alles gut, wenn Udo dann da ist, dann kann der schon mal anfangen zu wenden. Wenn ich hier weiter mähe und dann ja. Ich denke, aus dem Feld hier wird man Silage machen. Aus der Wiese. Das ist ja kein Feld. Und dann sollte man genügend Vorrat dann auch für den Winter haben.
schon eine Motzwiese hier. Riesig. Aber wenigstens fährst du dich hier nicht dumm und dämlich, sondern du musst immer ein bisschen lenken, ne? Das ist nicht ganz so einfach, wie das im Flachland so ist. Weil, ja, Flachland ist so ein Begriff. Da müssten manche mal überlegen, was eigentlich Flachland ist. So, aber ich hoffe mal, dass hier genügend Gras runterkommt, dass wir dann wirklich genug für die Tiere haben. Das muss das Hauptziel sein. Eigentlich wirklich einen Wender? Ich glaube, ich habe mir einen gekauft. Aber habe ich auch einen Schwader? Ich wüsste nämlich jetzt gerade nicht, wo der rumsteht. Ich habe eine Ballenpresse. Das weiß ich. Da habe ich die Sämaschine reingestellt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da steht der Ladewagen. Habe ich da gar nichts da? Das wäre doof. Also Heuballen wird man auf jeden Fall pressen. Und Silage wird man ins Fahrsilo machen. Man kann nicht sicher, ob ich eine Hupe gehört habe. Ich sehe jetzt da am Hof keine Bewegung. Habe ich wieder ein bisschen Gras zusammengefahren. Na, so. Oh. Da war ein Stickel im Weg. Eigentlich haben wir ja die Wiese hier links, die wäre ja eigentlich auch noch zu mähen. Aber ich weiß nicht, ob ich das mir auch noch antue, jetzt sofort. Oder ob ich die aufhebe für den Herbst. Eigentlich sollte ich schon machen. Weil wer weiß, ob ich im Herbst dazu komme.
oder ob da dann andere Sachen wichtiger sind. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie lange Udo braucht, bis er hier oben ist, beziehungsweise wie lange der ja noch beschäftigt ist. Aber ich hoffe mal, dass der sich gleich meldet und er auch gleich dann da ist, dass wir hier loslegen können. Es ist so schnell drüber gefahren über das doofe Gras. Und dann machst du dir die ganze Sache kaputt. Ich muss mal gucken, wie viel Gras ich hier rauskriege, wenn sich das ausgeht, dass wir locker über den Winter kommen. Dann werde ich nächstes Jahr die eine Wiese umpflügen und da irgendwas anbauen. Oder mal Maissilage machen oder so. Das muss ich dann überlegen. Ah, da hinten kommt er. Supi, supi. Dann fahre ich doch gerade mal rüber. Oh, mein Auto ist ja da. Hä? Ach, da hinten ist er. Hi. Moin. Hi. Und alles klar? Jo. Also, hier hinten hätte ich noch einen Träger für dich. Ja. Kannst du gerade mal rein, Schlüssel stecken. Einmal ums Haus rum. Ich guck mal, ob ich einen Wender habe. Oh, hier, rückwärts ran. Muss gleich mal Leo anrufen. Ich glaube, der hat meinen Schwarte noch unten. Warte, Zapfwelle nochmal. Hört. Jo. Fängst du vorne auf der Wiese an? Vorne die? Jo. Danke dir. Jo.
Hallo, hier ist Herr Hochrater. Ja, hi. Gutberg hier. Hatte ich nicht einen Wender, einen Schwader bei dir bestellt? Bin ich gerade mit unterwegs. Ach, du bringst mir den hoch. Der ist super, weil den bräuchte ich gleich auf dem Feld. Jo. Also du hast Zeit, dann bräuchtest du ihn. Ich hab keine Zeit. Ach, Mist. Aber danke fürs Auto, das habe ich gerade schon gesehen. Bitte, bitte. Die Rechnung ging ja an den Leo, ja? An den Udo. Ja, an mich selber wäre schlecht. So, kannst du auch machen. Nee. Okay, stellst du mir den Wender da hinten, hinterm Kuhstall runter ran. Irgendwo. Jo. Oder? Nee, stellen oben vor die letzte Halle. Also vor die, am Haus. Jo. Danke dir. Tschüss. Gut, ich hatte nämlich jetzt schon Sorge, dass ich doch keinen Schwader habe, aber dann hat sich das Problem ja erledigt. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Leben auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.